Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PC Check zu einem neuen Video. Heute mal rinocomputer.de mit dem Rino Game A3666 XT W10 für 999,90 €. Nur mal vorweg, das ist nicht der einzige PC, den wir uns angucken werden. Also den gucken wir uns ausführlich an. Die anderen, die danach kommen, sind nur Preisvergleich-PCs, damit ihr halt seht, wie die Aufschläge sind von den Preisen her. Wir starten auch direkt mit dem Bild. Ja, das Bild ist schon fake. Hier ist eine Wasserkühlung verbaut, ein Full ATX Board von MSI. Das stimmt schon mal gar nicht. Klar, das Gehäuse stimmt, die Grafikkarte könnte auch noch passen, aber so an und für sich ist es fake. Also die Wasserkühlung ist auf gar keinen Fall da drin. Die würde ich sowieso nicht verbauen. Die war mal sehr fehleranfällig, haben sie, glaube ich, mittlerweile gefixt. Aber ich hoffe, meine raucht nicht ab. Ich habe nämlich circa die gleiche. Das Gehäuse ist ein MSI Mac Vampiric 100R. Ja, das ist jetzt nichts Besonderes. Im Bereich um die 1000 Euro kann man das ruhig nehmen. Es hat eine Mesh-Front, es hat vorne einen Lüfter verbaut, hinten einen Lüfter verbaut. Das heißt, der Airflow ist gegeben. Das System ist sowieso nicht so leistungsstark, dass da der perfekte Airflow drin sein muss. Also von daher, das passt schon soweit. Von der Größe her ist es auch in Ordnung. Ihr habt noch RGB-Beleuchtung dabei, ist auch okay. Und das kostet 61,45 Euro bei neon24.de. Als Netzteil bekommen wir eine Aerocool Aero White 500 Watt 80+. Das ist noch nicht mal mehr Bronze zertifiziert. Es ist nur ein 80+ Netzteil. Es ist kein Kabelmanagement vorhanden. 500 Watt reichen natürlich. Qualitativ finde ich die Aerocool Dinger gar nicht mal so geil. Also ich wäre da schon auf Be Quiet, Seasonic oder so gegangen. Von mir aus auch MSI. Aerocool würde ich so nie verbauen. Sagen wir es so. Ich würde es mir nie kaufen, weil ich nicht weiß, wie die Qualität von den Dingern ist. Kann auch sein, dass die perfekt super geil sind, aber ich würde sie so jetzt standalone nie kaufen. Ich habe auch noch nie einen da gehabt, der das mal irgendwie hatte oder mir was dazu sagen konnte. Ich wäre auf einen anderen Hersteller gegangen, aber gut. Modularität kann euch irgendwo auch egal sein. Ihr kriegt es ja fertig nach Hause geliefert. Ja, von mir aus. Aber die Zertifizierung, dass das 80+ Gold oder Bronze halt fehlt, ist blöd. Und das kostet 37,86 € bei Mindfactory. Als Mainboard bekommen wir ein MSI B450M Pro VDH Max Micro ATX. Ihr wisst schon, was jetzt kommt. Micro ATX in einem Full ATX Case. Finde ich scheiße. Warum wird bei solchen Sachen wie Mainboards immer so krass gespart? Vor allen Dingen, ich finde, dieses Mainboard ist eher so für Bürorechner gedacht. Es hat auch die entsprechenden Grafikanschlüsse, kommen wir gleich noch zu. Es hat hier oben auch keine gekühlten Spannungswandler. Ist immer ein bisschen schwierig. Gut, die sind wahrscheinlich nur für die integrierte Grafikeinheit des Prozessors zuständig. Wenn er denn eine hätte, hier hat er keine, ist ja auch okay. Hier sind sie immerhin gekühlt, ja. Vier RAM-Bänke, hier kommt die Grafikkarte rein. Den Slot werdet ihr nicht benutzen können, weil der Kühler der Grafikkarte das überdeckt. Hier kommt ein 1.2 SSD rein und hier unten könnt ihr vielleicht noch eine WLAN-Karte oder so anschließen. Was die Anschlüsse angeht, haben wir Mikrofon-Kopfhörer-Line-Innen-Netzwerkanschluss, viermal USB 3.0, viermal USB 2.0. Das sind die besagten Grafikanschlüsse, die ihr nicht benutzen könnt. Ihr zieht das Bild ja über die Grafikkarte und dann haben wir noch einen PS2-Port, werdet ihr auch nicht benutzen. Die meiste Peripherie, die werdet ihr über USB anschließen, ganz klare Sache. Ist halt wirklich so ein richtiges Board für Bürokisten. Da haut ein Prozessor mit integrierter Grafikeinheit drauf und dann seid ihr fertig damit. Ja, finde ich nicht so geil. Da gibt es bessere Boards, auch in dem Preisbereich. Und das kostet 45,60 € bei etech.at. Als Prozessor bekommen wir einen AMD Ryzen 5 3600, 6x4,2 GHz. Hier flexen sie so richtig schön mit dem Turbo-Takt. Der hat 4,2 GHz, der Basistakt sind 3,6 GHz. 6 Kerne, 12 Threads, 65 Watt TDP, unterstützt offiziell 3200 MHz RAM. Ja, 6 Kerne aus einer älteren Generation. Wir sind schon in der 5000er. Das ist irgendwo schon fast Resteverwertung. Bei einem 1000-Euro-PC, ob man davon sprechen kann, weiß ich nicht. Zum Zocken reicht der. Streamen, wenn ihr Valorant oder Counter-Strike oder so streamen wollt, ja bitte, macht es damit. AAA-Titel würde ich damit auf jeden Fall nicht angehen. Zumindest nicht zum Streamen. Zum Zocken würde der wahrscheinlich sogar noch reichen, aber es gibt für den Preis auch schon Systeme mit 5600er. Ich habe gleich eine Alternative bei Agando diesmal tatsächlich. Nicht Dubaro oder Krotus, sondern Agando. Da seht ihr mal, was ihr für das Geld eigentlich bekommen würdet. Und er kostet 149 € bei Mindfactory. Als Prozessorkühler bekommen wir den AMD Wraith Prism RGB Cooler. Ja, ist jetzt nichts Besonderes. Normalerweise wird da mitgeliefert so ein ganz normaler Stealth Cooler ohne RGB. Hier habt ihr halt mit RGB. Der ist auch okay. Ich habe ihn mal getestet, sogar mit dem Ryzen 3600. Das Video ist auf meinem Kanal, verlinke ich euch hier oben auch nochmal. Der reicht für die Kiste natürlich erstmal aus. Sobald der Prozessor irgendwie stärker wird, ein 3800 oder so, könnt ihr den schon vergessen. Der wird dann zu laut. Hoffen wir, dass der Airflow in dem Case einigermaßen gegeben ist, dann ist das noch in Ordnung. Ich wäre auf einen anderen gegangen. Es gibt auch für 20 € andere Kühler, die definitiv besser sind. Aber für den Anfang reicht der erstmal. Und er kostet 19,99 € bei Altcomputer. Als Arbeitsspeicher bekommen wir 16 GB DDR4 PC3000, 2x8 GB. Dann steht bei denen auch in der Info, dass es Markenspeicher diverser Hersteller ist, hauptsächlich Kingston, G-Skill und Corsair. Dann nehmen wir doch den allseits beliebten Aegis. Bitte kauft ihn nicht. Also ich rate davon ab. Wir hatten viele Defekte auch auf unserem Discord-Server. Wir haben 1700 Leute auf unserem Discord. Viele haben damit schlechte Erfahrungen gemacht. Nimmt einen anderen. Und mir aus Crucial, Kingston, Corsair, völlig wurscht. Der hier geht auffällig oft kaputt. Beziehungsweise macht Probleme. Nichtsdestotrotz ist es Dual-Channel, das ist schon mal in Ordnung. 16 GB ist auch okay. 3000 MHz finde ich schade.
hätten sie zumindest die Spezifikation erfüllt mit 3200, wie der Prozessor das auch ab kann. 3600 wäre nice gewesen, weil dann kriegt ihr sogar noch ein paar FPS mehr. Das macht sich wirklich bemerkbar. 3000 finde ich schon ein bisschen schade. Ist jetzt nicht unterste Kante, da kommen wir gleich zu. Da gibt es noch ein System, da dachte ich mir, meine Güte, wie könnt ihr so dämlich sein? Aber egal, 3000er, ja, von mir aus. Ich hätte mir was Besseres gewünscht. Ist in dem Preisbereich auch möglich, ganz locker. Und der kostet 54,90 € bei Mindfactory. Als Grafikkarte bekommen wir eine AMD Radeon RX 6600 XT, 8 GB, diverse Hersteller. Wir nehmen jetzt einfach mal die Challenger. Das war gerade die günstigste, die ich gefunden habe. Das ist keine schlechte Grafikkarte, die ist so im unteren, also nicht Low-Budget-Bereich, ich sag mal, Einsteiger bis Mittelklasse. Ich finde das immer geil, diese Diskussionen dann im Kommentarfeld. Und nee, ich sag, das ist Mittelklasse. Nee, ich sag Einsteiger. Nee, irgendwas dazwischen. Ich sag, es ist was zwischen Einsteiger und Mittelklasse. Mit der könnt ihr gut daddeln. AAA-Titel und so sind damit auch möglich. Ihr dürft jetzt nicht erwarten, in WQHD da die besten FPS-Werte zu kriegen, ja? Sie ist aber nicht schlecht. Wenn ihr mit 60 FPS in WQHD zufrieden seid, ganz locker, kriegt die hin. Alles in Ordnung. Ich hatte jetzt vor kurzem die 6600 ohne XT getestet. Die hier ist laut diversen Benchmarks so um die 20-30% schneller, ja. Also die ist schon in Ordnung soweit, vor allen Dingen in diesem Preisbereich. FPS-Test dazu findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung. Und die kostet 399 € bei Hardware Store 2000 über eBay. Die M.2 SSD ist eine 500 GB von Kingston, die NV1. 500 GB, ja, ist noch okay. Es ist schwierig, also 1 TB hätte da wahrscheinlich noch reingepasst, vor allen Dingen, wenn wir uns gleich mal den Preispunkt angucken. 500 GB fürs erste, okay. Installiert ihr 2, 3, 4 AAA-Titel drauf, dann ist das Ding voll. Vielleicht erweitert ihr dann noch oder nimmt direkt eine größere, weil 500 GB fürs System alleine und dann noch die ganzen Spiele finde ich ein bisschen mager. Lesen kann die 2100 MB die Sekunde und schreiben 1700 MB die Sekunde. Die ist jetzt auch nicht übel schnell, ist keine 970 Evo oder so, aber fürs Zocken und so völlig ausreichend. Und die kostet 46 € bei Mindfactory. Als Betriebssystem mit Installation bekommen wir Windows 10 Pro 64-Bit. Ja, reicht völlig aus. Könnt ihr hinterher sowieso, wenn ihr Bock habt, auf Windows 11 kostenfrei upgraden. Das ist überhaupt kein Problem. 64-Bit-System, klar. Kostet 21,08 €. Nehmen wir auch so mit. Vulgard Internet Security könnt ihr wie immer wegschmeißen. Halte ich nichts von. Der Windows Defender macht einen guten Job. Und das hier fand ich eigentlich sogar ganz lustig. Also 24 Monate Herstellergarantie ist okay. Das ist so der Standard. Und Bring-in-Service. Das bedeutet im Umkehrschluss einfach nur, Sie erhalten unsere 24-monatige Herstellergarantie auf die Bestandteile Ihres PC-Systems, Komplettpakets oder Aufrüstkits. Im Falle eines Garantieanspruchs, und jetzt wird's interessant, haben Sie für das Versenden der Ware zu uns zu sorgen. Bring-in-Service. Du musst das wegschicken. Also hast den PC da, ist kaputt, musst du hinschicken. Ja, das holt keiner ab, DHL oder so, das dürft ihr selber zur Post bringen. Beziehungsweise, wenn ihr Glück habt, drückt ihr das dem Paketboten in der Hand. Ihr geht jetzt leider nicht daraus hervor, ob man ein Rücksendelabel kriegt oder nicht, oder ob man die Zurücksendekosten quasi selber tragen muss. Das weiß ich leider nicht. Ich hatte denen auch mal eine Mail geschrieben, weil sie sich bei einer Konfiguration bei einem CPU-Kühler vertan haben. Da war die Bezeichnung falsch, den gibt es nur in einer anderen Bezeichnung. Haben sie überhaupt nicht darauf geantwortet. War denen scheißegal. Deswegen habe ich da jetzt auch nicht weiter nachgefragt. Die Fertigung ist Standardbearbeitung 4-7 Werktage, das ist in Ordnung. Und dann wären wir auch schon beim Endergebnis. Hier ist die SSD, der Prozessor, der RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, der CPU-Kühler, das Gehäuse, das Netzteil und Windows. Und da landen wir beim Gesamtpreis von 685,88 €. Das System soll kosten 999 €. Also über 300 € zu teuer gegenüber Selbstbau. Ihr könntet jetzt, wie ich es immer sage, ich weiß, ihr kennt das schon, also die meisten, aber ihr könntet bei Mindfactory die Komponenten zusammensuchen, das bei Mindfactory für 150 € zusammenbauen lassen. Oder bei Krotus. Oder bei Dubaro. Oder Agando. Und jetzt kommen wir zum Stichwort Agando. Ich habe hier mal was nachgestellt. Das ist der aktuelle Angebots-PC, den habe ich umkonfiguriert. Das ist der jetzt nicht so stock, wie er auf der Startseite steht, sondern schon ein bisschen anders. Der kostet 998,70 €, also ein bisschen günstiger. Brauchen wir jetzt nicht drüber reden, den 1 € hin oder her. Wir haben das gleiche Gehäuse, brauche ich nichts mehr zu sagen. Wir haben BeQuiet System Power B9 600 Watt 80 plus Bronze. Ja, das ist Bronze zertifiziert und von BeQuiet. Und 100 Watt mehr. Ich sag grundsätzlich, die System Power Dinger haben in Gaming-Maschinen nichts zu suchen. Wir sind jetzt bei einem Preispunkt von unter 1000 €. Da kann man noch damit arbeiten. Ich würde lieber ein Pure Power nehmen. Kostet, glaube ich, 35 € mehr. Nicht, dass ihr das jetzt so bestellt, wie ich es hier zeige. Ich will nur zeigen, was möglich ist für den Preispunkt. Wir haben einen MSI B450 Tomahawk Max AMD B450 Chipsatz. Ja, das funktioniert auch mit dem Ryzen 5600, der hier drin ist, weil man mit einem BIOS-Update die darauf zum Laufen bringen kann. Es ist ein Full ATX Mainboard. Ihr könnt mehr erweitern. Es ist designtechnisch einfach besser. Passt auch besser ins Gehäuse. Der Ryzen 5600... ist gegenüber dem 3600 laut User Benchmark, das ist nur eine grobe Übersicht, ich halte nicht viel von User Benchmark, aber ist hier laut User Benchmark 16% schneller. Man sieht hier unten auch den Speed Rank
153. Platz, 45. Platz. Das ist auch nicht der 5600X oder so, sondern das ist einfach der 3600 mit dem 5600. Das heißt, da habt ihr schon mal eine Aufwertung auf die neueste Generation. Das ist quasi fast der Einsteigerprozessor der neuesten Generation aus der 5000er Serie. Dann bekommen wir hier noch 16 GB DDR4 RAM 3200. Damit habt ihr die Spezifikation des Prozessors auf jeden Fall getroffen. 3600er würde auch noch gehen, könnt ihr euch auch irgendwie da reinfummeln. Und auch eine 6600XT beliebiger Hersteller. Und diese 500 GB Kingston NV1. Also ihr seid hier bummelig einen Euro günstiger, habt ein besseres Netzteil in meinen Augen, zumindest mehr Watt auf jeden Fall, habt ein Full-ATX-Board, habt einen Ryzen 5600 und 3200 MHz RAM gegenüber 3000. Das ist die Alternative. Wünschen sich immer viele. Hier ist sie bei Agando. Ich packe euch das System auch so unten in die Beschreibung rein. Wenn ihr das wirklich so bestellen wollt, nehmt vielleicht noch ein besseres Netzteil, also ein Pure Power vielleicht. Und beim RAM legt ihr euch mal auf einen Hersteller fest und nicht den Aegis. Nehmt irgendwie Corsair Vengeance oder so, sofern das denn hier geht. Ja, man kann hier zum Beispiel die Ripjaws nehmen. Die Ripjaws, die kosten mit 3600 MHz Takt 40 Euro mehr. Da würde ich die Ripjaws einfach nehmen. Ja, jetzt habt ihr zumindest mal gesehen, was für den Preispunkt sogar etwas günstiger möglich ist, ne? So ist es halt einfach. Also das System würde ich auf jeden Fall so nicht kaufen. Das ist mehr oder weniger Resteverwertung, was man für den Preis halt irgendwie reingeprügelt kriegt. Wir haben gegenüber dem Einkaufspreis, sagen wir mal, von den Teilen für den Endkunden 300 Euro zu viel. Ja, also wir sind bei 685,88 gewesen und sind hier bei 999. Also das könnt ihr schon mal vergessen. Dann haben wir hier noch einen zweiten PC. Den werde ich jetzt nicht so auseinanderfuckeln. Ich will euch einfach nur den Preispunkt sagen und mal eben so ein bisschen drauf eingehen, was hier falsch gemacht worden ist. Also wir haben auf jeden Fall ein einigermaßen gutes Case. Also kann man mit dem MSI ungefähr gleichsetzen. Wir haben BeQuiet Pure Power 750 Watt Vollmodular. Das ist auch geil. Das Aorus Elite V2 B550 ist auch in Ordnung. Full ATX. Der Ryzen ist auch okay. Der Kühler, das war das, was ich gesagt hatte, den gibt es als A704 nicht. Der heißt M704. War denen aber scheinbar egal, weil sie haben es nicht geändert. Das habe ich vor 3 oder 4 Tagen schon geschrieben. Wir haben wieder nur 3000 MHz RAM, warum auch immer. Eine 3070 Ti und eine 500 GB Kingston. Wenn wir hier einmal kurz durchgehen, hier ist die SSD, der Prozessor, der RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, dieser M704 CPU-Kühler, das Case, das Netzteil und Windows, da sind wir bei 1418 und der kostet halt 1700 knapp. Also auch knapp 300 Euro zu teuer. Nehmen wir den nächsten. Den fand ich eigentlich ganz witzig. Guck mal, ihr habt hier einen Corsair IQ 5000X. Das ist ein Riesencase und da ist nur ein B560 Micro ATX Mainboard drin. Von Asus immerhin, aber gut. Dann haben wir ein Dark Power Titanium da drin. Ja gut, da sind sie voll auf Qualität gegangen. Ein 11700K, das ist noch nicht mal mehr aktuelle Generation. Wir sind schon in der 12000er. Immer ein Dark Rock Pro 4, das ist ein guter CPU-Kühler. Hier 3000 MHz RAM. Ja, warum auch immer. Das ist, der Prozessor kann halt 3200. Hier auch wieder 3000er. Immerhin 32 GB. Da haben wir eine 1 TB SSD und eine 3080 Ti da drin. Zeige ich euch hier nochmal kurz. SSD, Prozessor, RAM, Grafikkarte, Mainboard, CPU-Kühler, Gehäuse, Netzteil und Windows. 2426,05 €. 2800. Ja, zieht sich so durch. Aber jetzt kommt noch der Knaller. Guckt euch mal diesen PC an. Das ist ein 3000 € PC. Der ist runtergesetzt von 3300 auf 3000 knapp, ja? Wir haben einen 10700 da drin. Kein KF, kein K, ein 10700er. Dazwischen liegt dann noch die 11000er Variante und die 12000er Variante. Für 3000 € kriegt ihr die aktuelle Intel-Generation, wahrscheinlich sogar mit DDR5. Hier haben wir noch DDR4. Das ist ein 10700. Ja, okay, ist kein schlechter Prozessor, aber ist halt schon eine ganze Ecke älter. Eine 3090, Hauptsache die 3090 da reinprügeln. Ich finde, als normaler Gamer braucht man die 3090 nicht. Eine 3080 Ti hätte es genauso getan. Die ist ungefähr gleich schnell, hat nur weniger VRAM. Dann kommt aber der Knaller. 32 GB DDR4, 2666. Der Prozessor kann, glaube ich, 2933 offiziell. Den könnt ihr auch auf 3600 laufen lassen. Da habt ihr sogar noch wieder ein paar FPS mehr. Aber 2666 MHz RAM, das ist Resteverwertung. Warum kauft man sowas überhaupt ein als Distributor? Verstehe ich nicht. Beziehungsweise Systemintegrator. Das ist ganz, ganz komisch. Immerhin Dual-Channel, 216 GB. Ja, aber warum so ein RAM? Eine 500 GB M.2 SSD ist da drin für 3000 €. Hallo? 500 GB bei 3000 €. Wisst ihr, wie schnell die voll sind? Bei dem 1000 € System, da habe ich noch gesagt, ja, kann man mit arbeiten. 3000 € und dann sowas? Warum? Hier ist auch sonst nichts drin. Keine erste Festplatte, keine zweite Festplatte, nur die, also eine M.2 500 GB. Hauptsache die 3090 reingedrückt. Dann ist ein Darkrock Slim drin, ja, da kann man drüber reden. Z490 Gaming Plus, ja, ist auch okay. Hier das Straight Power 750 Watt, ja, alles in Ordnung. Aber ich werde da nicht schlau draus, warum macht man das? Ah ja, jetzt kommen wir noch zum Preisvergleich. Hier ist die SSD, der Prozessor, der RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, der CPU-Kühler, das Gehäuse, das Netzteil und Windows. 2591,45 €. 3000 Flocken, 400 € zu teuer. Hä? Warum? Warum macht man sowas?
Also das mit dem RAM, das verstehe ich nicht. Die haben sich null damit beschäftigt. Bevor jemand sagt, ich würde Scheiße labern, ne? Hier ist der 10.700, der unterstützt offiziell 2.933. Verbauen tun sie halt 2.666. Warum? Das ist so, ja, wir schonen mal ein bisschen den Speichercontroller des Prozessors oder was? Also, naja, und diese 500 GB SSD, es hätte ja auch noch reingepasst, versteht ihr? Das sind 400 Euro zu viel. Ja, da, gut, ziehen wir noch 150 fürs Zusammenbauen ab. Okay, 250 Euro zu viel. Ja, und das sind Endkundenpreise, die haben ja ganz andere Einkaufspreise. So, für 250 Euro hättet ihr auf jeden Fall 3600 MHz RAM reingekriegt und mindestens 1 Terabyte, wenn nicht sogar 2, als SSD. Also, guck mal, wir haben uns jetzt 4 Systeme angeguckt. Sie waren alle grundsätzlich zu teuer mit 300 bis 400 Euro. Da seid ihr besser dran, das bei Mindfactory machen zu lassen. Oder hier, habt gesehen, die Alternative bei Agando und so. Also, lasst den Schuppen sein. Ich würde da persönlich nichts kaufen. Wenn ihr da Bock drauf habt, bitte macht es. Ja? Ich persönlich würde da niemals was kaufen. Nicht, wenn diese Preisspannen so bleiben. Das funktioniert nicht. Und hier so ein Uralt-Prozessor, was heißt uralt? 10.700er war vor 3 Jahren ungefähr. Wenn wir den Prozessor nehmen, Hauptsache eine 3090 reingedrückt. Ja, Mann, was soll das? Gut, also nochmal kurz zusammengefasst. Alle Systeme, die ich mir jetzt angeguckt habe, waren zu teuer. Würde ich nichts kaufen. Ist auch schlecht konfiguriert, das kommt noch dazu. Und das wäre es dann auch schon wieder mit diesem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst ein Abo da, ein Däumchen nach oben wäre auch nicht schlecht. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao.